Ich servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Irgendwo stresst es hier rum. Da scheint es noch mehr Stresser zu geben. Da war auf jeden Fall noch was zu hören. Aber ich hoffe nicht, bekomme ich dich in die Tasche. Bin so rappelvoll. Ich habe jetzt die Zeit genutzt, habe das Haus abgeschraubt, alles Mögliche. Hier Fett, kein Fleisch. Man kann ein bisschen Lehm rauswerfen. Knochen habe ich dabei. Ich probiere es mal. Hat geklappt. Die Verpflegung ist gesichert. Hier muss ich auch noch hoch abschrauben. Und da ist auch noch eine Lampe. Noch ein Auto, ein paar Steine. Es gibt hier noch ein bisschen was zu holen. Ich lasse nichts hier. Also. Ja, keine Ahnung. Ich will zwar auch nach Hause. Der eine oder andere will vielleicht auch, dass ich mal wieder nach Hause komme und mal was da mache. Aber ich möchte natürlich den Bereich jetzt hier. Guck mal, geschmiedeter Stahl. Alter, was ist hier los? Ach, stimmt. Der Skill lohnt sich ja wirklich. Unglaublich. Ich habe meine Skillpunkte rausgehauen. Ich habe, glaube ich, 6 Stück zur Verfügung. Jetzt sind es 0. Hab glücklichen Sammler von 0 auf 3. Erhöht den Beutebonus um 15% und plündere 40% schneller. Das wäre dann drin der Loot, den wir noch holen müssen vom letzten Mal. Und hier Altstoffvertrag. Verursache 30% mehr Schaden mit Sammelwerkzeugen, erhalte bis zu 60% mehr Rohstoffe mit einem Schraubenschlüssel. Ausdauerkosten werden auch reduziert um 20% und finde mehr Sammelwerkzeuge in Beute. Also, dafür, dass ich ohne Händlermissionen spiele und auf alles angewiesen bin, was ich so finde, ist das doch vielleicht was, oder? Auch nichts. Achso, durch das seitliche Laufen habe ich auch noch ein größeres Zielkreuz. Nicht erwischt, okay. Ich verlagere mal meine Position. Läuft das echt bis zu der Position, wo ich gestanden habe? Beruhigt sich dann wieder? Das ist natürlich auch ein Ding, ne? Also wenn ich beschossen werde, dann muss ich erstmal rausfinden, wo kam das jetzt überhaupt her. Der weiß es ganz genau auf den Zentimeter, ne? Schneller. So, da warte ich, bis er sich wieder beruhigt hat. Schleichschaden erhalten. Gut, ich will eh zu meiner Kiste ein bisschen was abladen. Mal locken wir den in die Richtung, ne? Müsste jetzt eigentlich ja bis zu dieser Müllbox gehen, bis zum Container. Sieben unter 50 Punkte, das war schon mal kein Ferrell, das ist doch schon mal gut.
Oder halt auch nicht gut. So kontrolliert weggemacht ist natürlich ein Ferry auch nicht so schlimm, ne? Jetzt noch was. Du bist nämlich auch die Steine noch mit hier. Ein Wolf. Der hat so gequietscht, der Arme. Da bin ich schnell zu dem Wolf. Boah, er doch mal verschwindet. Mitgenommen, oh, hier ist noch ganz viel Stein. Eine Horde, ne? Eine Horde, eine Horde, eine Horde. Ein paar davon würde ich vielleicht schon abschießen wollen. Mich schon gesehen? Bitte sei kein Ferre, bitte sei kein Ferre. Double Kill. Sie darf man auch mal vorbeischießen, ne? Und mal der ist überlebt. Ist das vielleicht ein Fährer? Auf jeden Fall läuft er nicht mehr in meine Richtung, obwohl er ja eigentlich wissen müsste, dass ich hier stehe. Vorbei, die hat so einen kleinen Kopf, die Krankenschwester. Oh, die hat was fallen lassen. Wolltest du was von mir? Zwei Bolzen wiederbekommen. Der ist da hingerannt, oder was? Auch den Bolzen wiederbekommen. Jetzt noch den Sack hier. Vorschlaghammer. Okay, da habe ich letztens schon zwei aufgehoben, die ich eigentlich verkaufen will. Geschmiedeter Stahl. Nice. Auf jeden Fall. Hier muss ich noch Sachen abschrauben. Gut, ich dachte, ich gucke, ob von der Horde noch einer hier reingerannt ist. Da hätte ich jetzt einfach noch gejagt, ne? Jäger und Gejagter darf auch mal andersrum sein. Gut, dich noch. Zweimal geschmiedeter Stahl, ja, das ist gar nicht schlecht. Wollen wir uns da 4, jetzt 2. Ein guter Schnitt. Normal ist der Schnitt eher so bei 0,5.
Hier ist noch ein Auto. Ja, nichts Besonderes, das übliche Zeug, ne? Gibt mechanische Teile von den Dingern hier, nehme ich dann tatsächlich jetzt mit. Und mit der Skillung geht es jetzt auch ein bisschen einfacher, ne? Ein bisschen schneller. So, jetzt hole ich mal die Steine noch rein hier. Das ist einfach schnell gefarmter Stein. Ich brauche Steine, um zu Hause was zu bauen. Solange ich keine richtige Spitzhacke habe, um vielleicht mal eine Mine anzulegen, ist das schon okay so. Was denn das? Ich habe sie nicht aktiv getötet. Wow, wann ist denn die drauf gegangen? Das Zeug liegt ja normalerweise auch gar nicht so lang. Seltsam, seltsam, seltsam. So, der Stack geht über 1000. Ach, ich glaube 5000 war die Grenze. Das ist gut. Weiter geht's. Okay, das schraube ich jetzt hier noch alles ab. Das mache ich jetzt mit meinen neuen Skills auch richtig. So, richtig viel mehr Material bekommen. Was? Du bist aus Metall. Okay. Ja, klar. Ist nur oben drauf, das Ding ist Plastik, logisch. Kommt da auch Plastik rum beim Abschrauben? So, das lohnt nicht, das lohnt nicht. Die Lampe weggeschlagen, das ist okay. Ja, muss man was das mitnehmen, auf jeden Fall. Klar, es hat natürlich jetzt mega viel Zeit in Anspruch genommen. Also wir haben es jetzt auch schon wieder fast vor der nächsten Horde. Wenn ich nach Hause komme, muss man uns da schon direkt dran machen. Auf jeden Fall. Na, sag mal, bis auf Stein, Metall, also diese wichtigen Grundressourcen, habe ich doch jetzt einiges zusammenbekommen, ne? Und vielleicht kann man auch mal so ein Stack elektronische Teile verkaufen. Schon cool, wie dann immer so wieder nachspawnen. So, also wo ich auf jeden Fall noch hin wollte, ist hinters Haus. Aber erstmal, hier ist noch was. Papier hat wieder rumgeklappert, okay. Ernsthaft? Hier sind doch Spikes. Warum habe ich nicht gehört, wie du drüber gestolpert bist? Ich dachte, okay, die können ja nur aus der Einrichtung kommen, ne? Hier sind ja Spikes. Okay. War kein Ferre. Schaden ist gering. So. Nehmen wir das noch mit.
Werkbank, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schwer zu lange her, wo ich letzte abgeschraubt habe. Das war mal so, dass es da Stahl gegeben hat. Das ist wohl jetzt nicht mehr der Fall. Ich habe aber tatsächlich was gefunden, was Stahl gibt. Und das zeige ich auch gleich, weil das hole ich mir jetzt noch. So, ich denke, das reicht. Jetzt gehe ich nicht nochmal aufs Dach und gucke, ob da noch was zum Schrauben ist. Das ist okay so. So, was war das hier? Gibt's. Ist da noch ein paar von der Horde übrig geblieben, ne? Einfach mal in den Rücken. Keine Ahnung, da springen wir jetzt. Irgendwie nichts. Machen wir es halt so. Schon wieder nichts. Ist das beim Nachladen oder? Weil ich so. Ich bin ja gar nicht so voll. Beim Nachladen. Da springt man nicht so hoch. Nicht so weit. Okay. Ist okay. Akzeptiere ich. Ja, die Tischkreissäge, die ist sehr lukrativ. Mechanische Teile, Federn und halt auch geschmiedetes Eisen. Ist doch nice, oder? So, trinken noch so einen Tee. Ich hoffe, dass meine Sammler zu Hause richtig schön voll sind. Weil alles, was ich hier unterwegs gelootet habe, habe ich im Prinzip weggetrunken. So, und du? Ja, mit dem Skill lohnt sich langsam alles irgendwie. Es waren sechs elektronische Komponenten da drin. Kann man nichts sagen, ne? Schauen wir auch gleich, wenn ich das alles mal wieder zusammengeramscht habe, zu einem Platz, was sowas wert ist. So, durchsuche. Nee, andersrum. Na gut. Selbst wenn ich das aussortiere, schaffe ich es nicht. Moment, da kann ich jetzt noch ein Reparaturset herstellen, ne? Mach das so. Okay, daher kommt das Rezept nicht, weil der Stoff hier liegt. Rezept, Klebeband herstellen. Und da kann ich jetzt aus dem Reparaturset, dann steckt das hier auf, dann ist das schon mal raus. So, eins mehr. Ja, das zieht sich, ne? Also wenn man alles mitnehmen will, ist man schon eine ganze Weile beschäftigt. Erwischt. Einfach weggemacht. Ihr Schweine. Ach du Schande. Oh nö. Oh nö. Okay. Wei, das ist ein Jammer. Das ist ein richtiger Jammer. Ich weiß auch nicht, was da drin war, aber da war das richtig gute Zeug drin, schätze ich mal. Gut, das ist noch wichtig, das ist mal hier drin. Boah. Leute, das ist. Oh, das ist ein richtiger Durchstoß. Alter Falter. Da bleibt auch der Sack nicht liegen. Ist ja heftig.
Okay, jetzt ist nicht mehr so viel da, ne? Was mit nach Hause muss. Gut, ich mache das eigentlich schon seit Ewigkeiten, das Zeug immer wo reinwerfen, weil das immer, ja, das hat noch nie dazu geführt, dass das jemand zerstört hat, ohne meine direkte Anwesenheit. Und ja, jetzt werde ich das wohl nie wieder tun, ne? Abgesehen von dem aktuellen, dass ich jetzt wieder was ins Auto geramscht habe. Aber jetzt mache ich das halt noch fertig hier. Guck, ob ich irgendwo noch ein bisschen Loot herbekomme. Boah, ich werde tatsächlich dann in der letzten Folge mal nachschauen, was alles in dem Container war. Heftig, also zukünftig dann immer Kisten bauen, ne? Gut, das heißt, ich nehme jetzt auch wirklich noch ein bisschen mehr mit. Wollte eigentlich nicht nochmal rumziehen und den letzten Ramsch aus den Häusern holen, aber was mache ich jetzt? Das war ein Vermögen, was in der Tonne lag. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, komm, zerschlag den anderen Container noch. Wo kommt denn ihr eigentlich schon wieder her? Und von dem Sound her, ich kann das nicht wirklich einschätzen, wo die sind. Hab ich jetzt noch was zu trinken dabei? Ne, muss ich in mein Lagerfeuer gehen, ne? Ich hab's noch nicht herausgefunden, wo das ist. Es ist aber nicht an meinem Container, das ist schon mal gut. Boah, das hört sich noch mehr an, ne? Ich hab doch aber gerade erst eine Horde weggemacht. Verschwinde mal lieber. Der Tourist ist so übel. So, der eine ist vielleicht verblutet, obwohl. Hat keine XP-Meldung mitbekommen. Doch, der ist verblutet, da liegt er. Lebt noch jemand? Gut, ich schaue das Ding nochmal. Am Anfang hatte ich gesagt, das lohnt nichts. Habe ich ja diesen Skill reingepackt. Ja, für die Mühe ist es vielleicht doch noch boah, nicht lohnenswert so rum. Bist du jetzt doch an so einer Tür? Ja, hier. Da ist ein Lootsack. Warum das denn? Vollstreckerhandschuhe. Armorbücher.
So eine kleine Entschädigung vor diesen Behälter, den sie weggeklopft haben, oder was? Das sind ein bisschen wenig, Leute. Da müsst ihr mehr bringen. Vollstreckerhandschuhe. Brennstoffverbrauch minus 2%. Ist wahrscheinlich nur Autos, oder? Brennstoff? Oder Lagerfeuer? Ja, es ist egal, Lagerfeuer. Ja, wer braucht sowas, ne? Der Handschuh ist, denke ich mal, nix. Rüstungsherstellen. Rüstungen herstellen, nichts freigeschaltet. Ja, davon kannst du dir jetzt auch nichts kaufen. Oh wei. Ja, jetzt bin ich tatsächlich erstmal ein bisschen demoralisiert. Dadurch, dass das ganze Zeug weg ist. Versuche es überall noch ein bisschen was zusammenzukratzen. Ja, ich behaupte einfach mal, da kannst du lange zusammenkratzen, das ist so viel gewesen. Das Auto hat jetzt 1000 XP gehabt, also HP. Jetzt schaue ich mal nochmal so einen Container an, wie viel der hat. Habe das Zeug ja auch mal gerne in Autos gelagert und ja, vielleicht kann ich das ja doch beibehalten. Wollt ihr einfach viel haltbarer sind wie so ein Container? Schauen. Weil der hat 300. Ja, das ist ein Auto schon besser, ne? So, abbauen lohnt auch nicht, ist klar. Oh wei. Aber es braucht erstmal ein Erfolgserlebnis, um die depressive Stimmung wieder aufzubessern. Tee. Ein Motor ist noch rumgekommen bei einem von den Fahrzeugen. Ja, das ist das, zum Moral beiträgt. Das ist vielleicht ein bisschen wenig, ne? Gut, das kocht jetzt echt lang. Im Ofen dürfte sogar eine Lebensmittelkiste stehen. Vielleicht ist da ja doch mal was drin für mich. Schwer, dieser seltsame Weg, den ich jetzt nehme. So, ich habe hier alles abgeschraubt. Hier ist nichts mehr, wo ich sage, das ist irgendwie von Wert. So, außer den Bereichen habe ich heute in Ruhe gelassen. So, hier eine Kasse. 80 Dukes, das ist schon mal gar nicht so schlecht, ne? So, Waffenkiste unberührt. Sperr, mach mal nicht. Selbstgebaute Pistole, 32 Schaden macht das Ding. Und das macht 33 Schaden, so ausgerüstet wie es ist. Also gleicher Schaden, aber natürlich schießt ein Gewehr ein bisschen schneller, ne? So, die habe ich schon vorgeschlagen gehabt extra, dass es jetzt ein bisschen schneller geht. Uiuiui. Fahrradfahrweg. Und Sammelwerkzeuge. Schraubenschlüssel. Qualität 2. Uiuiui. So, es hat noch irgendwie reingepasst. Munition. Gammelwasser. Autoteilekiste gibt es ein Rad und Sammelwerkzeuge. Zwei Bücher. Bringt mich jetzt nicht unbedingt weiter. Ich muss wahrscheinlich sowieso nochmal her. Schätze ich mal. Jetzt kommt noch der Loot hier in der Mitte.
So, hier Kochbuch bringt erstmal noch nichts. Gammelwasser und Dose Erbsen, die benutze ich. Was haben wir, eine Foodbox? Gibt es einen Thunfisch? Da waren wir ja jetzt, glaube ich, soweit, oder? Nee, fehlen auch noch 15 Bücher. Also Thunfisch könnte man theoretisch wohl auch essen. Mal gucken. So, was haben wir hier? Durchsuche Schnapshaufen. Uiuiui. Gibt's ein Bier? Ja, das war jetzt nicht so richtig geil. So, die Box will nicht. Manchmal hilft es, wenn man da erstmal was anderes macht. Also zumindest hatte ich in Alpha 19 so das Gefühl, dass es so ist. Kommst du eh nicht so einfach drüber, weil hier ein Stacheldraht ist. So, da wieder was reindrücken und hier was reindrücken, wie gehabt, ne? Fahrradrahmen behalte ich jetzt lieber mal bei mir, da ist mir echt jetzt zu viel wert. Gut, in dem Feuer da oben bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob da noch was drin ist. In dem Feuer ist tatsächlich nichts mehr, aber ich habe die Küche noch nicht abgeschraubt. Das restliche Haus auch nicht. Ach, weil hier mein Schraubenschlüssel kaputt gegangen ist. Ja, da schraube ich jetzt das Haus hier noch durch und dann sehen wir uns bei der Lootbox da drüben wieder. So, auf dem Weg zum Loot bin ich jetzt auch an dem Gabelstapler hängen geblieben. Den würde ich jetzt mal jetzt noch anschauen wollen. Das sieht richtig gut aus. Hat 2.500 Punkte. Der wird da bestimmt was haben für mich, oder? Was zum Trinken habe ich mir schon gegönnt, also das Schrauben darf jetzt wieder einigermaßen laufen. Aktuell gibt es das übliche Zeug: Federn, Plastik, Rohre. Öl hat er einiges, mechanische Teile. Dann noch ganz viel anderen Kram, Plastik, Stoff und Scheinwerfer. Ja, das sind alles so Einzelstücke, ist nichts von Bedeutung in dieser kleinen Zahl, ne? Boah, hat's den zerlegt. Cool. Ja, 14 mechanische Teile, 3x Öl, 2 Scheinwerfer, 8 Federn. Ja, schwierig, ob das jetzt wirklich lohnenswert war oder nicht. Aber ich musste eben ein bisschen Zeit hier mehr oder weniger überbrücken. Und zwar möchte ich mich jetzt hier noch den Tee anwerfen. 4 Minuten. So. Und dass ich da oben auch wirklich alles mitnehmen kann, packe ich hier noch was rein, weil ich muss eh zu dem Lagerfeuer zurück. Diesmal gehe ich aber außen rum. Ja, das ist schon kürzer der Weg auf jeden Fall. So, hier ist das Abgelagerte.
Fast voll, yay. Probieren wir es mit der Kiste nochmal. Die hat mich jetzt echt viel gekostet. 5 oder 6 Stück. So, was hat's? Fallenverbesserung. Buch 3. Sammelwerkzeuge. 11. Messer und Mareten haben keinen Kopf, der beschwert werden kann. Ah, für Schlagwerkzeuge. Vielleicht für die Axt. Rüstungsfertigungspaket wird verwendet, um leichte, mittlere und schwere Rüstung zu fertigen. Noch nie gesehen, was ich damit machen kann. Nomadenhandschuhe, verstrahlter Schaden. Ich mache noch keinen verstrahlten Schaden. Okay, ich schaue, dass wir den Kopf hier reinbekommen. Zufällig. Genau. 8,4 Schaden. Auf 9. Ist ja unglaublich. Gut, jetzt habe ich so gut wie alles rausgeholt, schätze ich mal, aus der ganzen Sache. So, natürlich voll. Randvoll. Tape brutzelt's noch. Also schaffe ich das Zeug wieder in die Kiste, wie immer. So, dann könnt ihr jetzt in der Theorie den Rest mitnehmen. Das ist tatsächlich fast soweit, das Wasser. Bringt man auch mal eins, ne? Noch was essen, da hat es auch gut was verbraucht. Rezepte, ah. Das braucht man, um diese speziellen Rüstungen herzustellen. Okay, ich darf Assassinenrüstung, Bergbaurüstung, das ganze Zeug alles schon herstellen. Das habe ich wohl irgendwie schon freigeschalten. Und brauche jetzt mal so ein Rüstungsteil. Rüstungsfertigungspaket. Und ein Stück Stoff oder Leder. Okay. So, ausschalten, Kochtopf nehme ich mit. Oh, da war's das. Mit der Location. Theoretisch schon lukrativ. Praktisch waren die Verluste natürlich jetzt mega hoch. Ja, immer schon sonst nichts mitnehmen, ne? Aber wir haben einen Rucksack voll mit Steine. Yay! Nee, das war ja richtiger Mist. Wäre schön, wenn da ein Sack liegen bleiben würde, oder? Irgendwie. Der Inhalt der Kiste ist einfach komplett zerstört. Was soll das? So, jetzt geht's darum, was nimmt man mit und was nicht. Und das ist richtig schwierig. Hier, das Zeug bringt zum Beispiel richtig Geld. Bin zwar aktuell jetzt nicht unbedingt aufs Geld angewiesen, gerade in dem Moment nicht. Aber es bringt ja doch trotzdem Geld. Pfeilspitze aus Stahl. Kann ich nur an der Werkbank. Ach nee, die Spitzen kann ich so herstellen. Rezepte. Ach, Pfeilspitze zählt nicht für Bolzen. Bolzen, Eisen, Bolzen. Pfeilspitze aus Eisen. Ach, aus Eisen. Okay. Und das ist dann die nächste Stufe Stahlspitzen. Na gut, die 6 Spitzen schleppe ich jetzt mit nach Hause. Die Handschuhe, die bringen echt viel Geld, wenn man die verkauft oder man behält sie halt, ne? Die sind gar nicht günstig. Die Gewehre sind zu günstig, um sie mitzuschleppen. So, und dann geht es jetzt schon hier rein. Das deckt auch nichts auf oder so. Also ist alles
Nicht doppelt und dreifach. Hier ist ein elektronischen Teiler. 2000 bringt mir die. Sollte ich vielleicht mitnehmen, ne? Die Frage, was lässt du dafür da? Brauchst du Öl? Brauchst du einen Motor? Kochtopf habe ich zu Hause, weil ich lasse ihn einfach hier liegen. So, mechanische Teile, das bringt 400, kann man natürlich erstmal was damit machen, ist klar. Kaffee, das ganze Essenskramzeug hätte ich auch gern zu Hause. Den Rad, ich weiß nicht, wie viele Räder ich zu Hause habe, aber die Werkbank habe ich ja nicht geschafft freizuschalten. Blumen muss ich nicht mitnehmen, das ist okay, die bleiben hier. Aber unterwegs werde ich vielleicht noch ein Ei oder ein Nest looten, also lasse ich mal die Eier drin. Aber Fleisch wäre vielleicht interessant. Abgesägte Schrotflintenmod. Kann ich das eigentlich in die einbauen? Kann ich theoretisch, habe ich aber noch den Lehmsi-Mod dabei. Bringt mir also nichts. Ja, schwierig. Tust du so eine Schiene raus? Verletzt dich unterwegs, brauchst du die. Kann ich vielleicht in die aktuelle Rüstung was einbauen? Verändern, da geht nichts rein. In den Assassinenhelm. Hier ist nämlich noch so ein Dämpfungsmod. Der passt da auch nicht rein. Hier ist halt schon ein Mod drin. Besser verhandeln. Mach mal so. Verändern den Mod raus. Das verändern den Mod rein. Abschließen, da habe ich wieder einen Platz für das Rad, das aufheben. Jetzt schaue ich mal hier. Da passt der Dämpfungsmod rein. Assassinenhelm ging halt nicht. Gut, da bin ich noch einen Platz losgeworden. Hier, Metall. Brauche ich vielleicht zu Hause, ne? Mühsam gesammelt. Ein paar Steine, ein paar Ölschiefer, die kann ich lassen. Kaffee wäre mir eigentlich auch wichtig, den zu Hause zu haben. Ich denke, mit dem Motor kann ich aktuell noch nichts anfangen. Nehme die Kartoffeln mit. Den Sprit brauche ich auch aktuell noch nicht. Nehme ich den Mais mit. Ich denke, da kann ich den Penner eintopfen oder irgendwas herstellen. Können wir mal schauen. Penner-Eintopf, Kartoffeln, Mais, Tierfett, Wasser, verdorbenes Fleisch, das, was ich dann eigentlich alles habe. Goodie. Okay, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich wollte was schauen. Das hier. Rezepte, Steroide, ich darf es nicht herstellen. Okay, mit denen hätte man die Überladung jetzt reduzieren können, beziehungsweise wäre die Überladung auf null, ne? So, vielleicht war es ein Fehler, direkt nach Hause zu laufen. Ist mir jetzt aber erst kurz vor zu Hause eingefallen. Man hätte vielleicht über dem Händler laufen können. Hier so, das Dreieck. Bermuda-Dreieck, okay. Und vielleicht ein bisschen was verkaufen. Zwei, drei Sachen habe ich ja dabei, aber jetzt auch nicht so richtig viel. Jetzt drücke ich das Zeug noch in die Kiste. Mein Yucca. Er scheint fertig zu sein, oder? Schauen, was man da so reindrücken kann. Wie das dann so aussieht, so jetzt habe ich auf jeden Fall zwei Räder und den Rahmen für das Fahrrad. Was das betrifft, ist schon mal gar nicht so schlecht. Das bleibt wie es ist. Achso, ich hatte ja unterwegs gesagt, ich tue so ein Näschen draus.
Hab das jetzt wieder mitgenommen hier. So, das ist die Händlerbox. Mal gucken, das deckt auch was rein. Metallkettenmods. Zwei Stück bringen jeweils 88. 176. Das Buch nochmal 176. Also hier kommt richtig was zusammen. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Den Rest räume ich später auf. Ich wollte mit euch eigentlich noch in die Wassersammler gucken. Also mischen so das Mega, was die jetzt gebraucht haben. War es ewig weg. Gut, sinnvoll. Das waren die Erwartungen, ne? Erwischt. So, jetzt sind die beide leer, relativ zeitgleich. Und jetzt kommt in dem der Mod rein. Den habe ich gekauft. Da steht dran, erhöht die Tausammelrate. Um wie viel steht denn hier? Hähnchen. Der nächsten Folge werden wir dann mal ein bisschen was bauen hier, ne? Mal gucken was. Gibt noch keinen richtigen finalen Plan. Auf jeden Fall wieder ein bisschen mit Feuer spielen. Also wenn es euch dennoch unterhalten hat, lasst gerne mal ein Like da, Like da, ein Abo sowieso, Kommentar und so weiter und so fort. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.